Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Grandia. In der letzten Folge haben wir das Ende der Welt überquert, also die Mauer. Das war schon wieder Ende der Welt. Die Mauer überquert und sind jetzt im Tal des Flugdrachen. Und haben unsere Freundin Sue verloren. Und die müssen wir jetzt erstmal finden. Weil wir sind von irgendwas runtergestürzt. Nee, runtergeworfen worden. Nee. Komisches Deutsch. Von irgendwas runtergeworfen worden. Doch, schon richtig. Und wurden da getrennt im. Ja, im Sturz. Und deshalb. Ja, müssen wir sie suchen. Hey, Stufe 13. Da! Mann, boah, sind bei die ganzen Monster hier. Verschwinde. Geht weg. Lass mich in Ruhe! Mann! Will nicht mit allen kämpfen. Komm, ich die Zeit dazu. Und nicht die Lust, mit jedem zu kämpfen. Geht das immer mit. Bamufrucht. Okay, halt. Vierte Stufe, 2 ZP. Ey, kommt der her. Trickser. Ihr alten Trickser. Wartet. Ja, Schockwelle. So, na, kommt der denn noch? Juhu! Na, Justin fehlt noch ein bisschen. Okay, auf das Geld können wir wieder mal ver das Geld können wir gut verzichten. Oh, schnell mach hin. Mann. Zum Teil des Flugdrachen 2. So, oh. Ah, das war knapp. Okay, mal so mitten reingehen. Ah, alles ausweichen. Oh Mann, verschwindet. Die Typen. So, oh mein Gott, was ist das? Die Schuhe von irgendjemandem. Halt, das sind Sus Schuhe. Mein Gott, wir haben Sus Schuhe gefunden. Da kann sie nicht weit sein. Ah. Da gibt es so viele. Nur die verstecken was Interessantes. Ja, jetzt muss ich gegen euch kämpfen. Impfstoff. Super. Mann. So ein Rotz. Verdammt. Autsch.
Aua, ey. Ist mal gut jetzt hier. Übertreibt's mal nicht. Das war genau richtig gehandelt. Ha. Pech gehabt, was? Jetzt einfach rennen, rennen, los! Rennen, bevor der Typ uns erwischt. Nein, das war eine Sackgasse. Och, okay, gehen wir lang. Oh, ich hab meine Schatzkiste vergessen. Ja, das war klar, aber. Just Boy Level Up. Ich hasse diese Hinterhalte. Okay. Bumm. Autsch! Bleibst du stehen? Also. Und, jawohl, oh, 99. Ich hasse noch was, 100 HP. ich kann ja mal kurz gucken, ob ich dahin komme. Ja, ich komme dahin, okay. Und what a finch. Ah, hier ist die Schatzkiste. Okay, war jetzt nicht ganz so. Oh, Lebtrank. Gut, dass wir den nicht vergessen. Ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, wo ging es jetzt lang hier? Ich hoffe mal nach links, ja. Ja, den muss man bekämpfen. Da kommt man anders drum weg. Also man will in den Hinterhalt geraten. Da kommt man nicht anders drum herum, außer den zu bekämpfen. Schon wieder Keulstufe, ja. Jetzt hat Justin definitiv 100 HP. Hey, sogar ein 101. So, oh Gott, schon wieder. Oh, da müssen wir. Da müssen wir uns durchkämpfen.
Oh, komm mal kaputt. Normalerweise sollte man sein Telefon beim Let's Play irgendwie ausschalten, weil jedes Mal schreibt jemand an, oder bla, oder das und das und das und dann ist man abgelenkt. Ja, kommt her. Ich schleiche mich mal an euch. So, seid ihr auf stumm. Kann keiner nerven. Hey, du. Ist jetzt mal gut. Du Drecks, verdammter. Oh Mann. Schnell! Okay. Er hat auch nicht. Gleich. Okay, der verteidigt. Bumm! Jawohl. Los! Bumm! Geh doch. Heilkraut. So. Oh! Puff, puff! Puff! Hey, ist das Pui? Also Puffy? Oder wie auch immer. Jetzt mache ich selber. Puff, puff, puff! Toll. Warte, Moment, ganz ruhig, Pui. Wo ist. Okay, wo ist zu? Ah, das selbst gesagt. Warte, beruhige dich, Pui. Puffy. Puff, 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 puff. Warte, Justin, so kommen wir nicht weiter. Puffy soll uns zu ihr führen. Ja, okay, gut. Okay, bring uns zu ihr, Puffy. Ja, los. Puff. Puff. Oh Mann. Schnell. Zum Tal des Fluchtdrachens 3. Jetzt. Oh, oh mein Gott, ein riesen Kochtopf. Puff, puff, puff. Puffy und so. Wo ist Sue? Justin, schau da drüben, neben dem großen Kessel. Was, neben dem großen Kessel? Oh Gott. Sues Tasche. Das ist Sues Tasche. Oh, was, oh, der große Kessel. Was denkt ihr jetzt? Justin, denkst du, was ich denke? Wir sollten nicht töricht sein. Beruhige dich, Fena. Ja, aber... Hey, you! Is this pot yours? What happened to what was inside? Are you hungry? I'm afraid I ate it all. There's nothing left. Fina! That does it! Hey! Come on and fight! I'll take you on! I'll make you into stew! Ha! You and I in a duel! Well, how about that? I'll be glad to take you on. I am Gadwin, Knight of Dight. Mein absoluter Lieblingscharakter. Gadwin ist so geil. So, und leider kann man ihn beim ersten Mal noch nicht besiegen. Wenn man angreift, dann zieht man 0 ab. Macht man einen kritischen Schlag. Okay, ich hab jetzt. Hab ich jetzt Schaden gemacht? Nee, kann Gott sagen. Also, es bringt nichts. Man kann ihm keinen Schaden machen. Ach, wenn er sich noch ständig verteidigen würde. Ja, sag mal, kann nichts machen. Nichts. Es
gibt ja viel auf YouTube, es gibt einen Trick, aber naja, gut. In der Drachenspalter. Power of the Universe. Ha! Dragon King Slice. Damit ist der Kampf schon entschieden. Oh, 9999. ja. Okay. Aber es muss sein, es gehört zur Story. Es gehört zur Story, alles gut. Justin! Was, du? Was? Wie bin ich hergekommen? Er macht keinen Eintopf aus uns. Der Eintopf ist Godwins Spezialität. Das ist Flugdrachen-Eintopf. Wer sind Sie? Das ist Dr. Alma. Sie hat mich gerettet, als ich im Wald ohnmächtig geworden bin. Dr. Alma ist eine sehr nette Dame. Sie ist genau wie meine Mutter. Ich bin Dr. Alma. Ich habe eine Klinik in Dict Village. Weiter oben an der Straße. Ich habe mit Überraschung gehört, dass ein Jüngling wie du mit Godwin, dem besten Schwertkämpfer von Dict, die Schwerter gekreuzt hat. Jetzt kommt er raus. Oh, Stimme einfallen lassen. Alma, du beleidigst diesen jungen Mann. Trotz seiner Jugend ist er ein guter Schwertkämpfer. Seine Geschicklichkeit mit dem langen Schwert straft sein alter Lügen. Es war ein guter Kampf, oder Justin? Oh je, Godwin, du hast dich seit unserer Kindheit kein bisschen verändert. So bist du wohl einfach. Nun, ich denke, so geht es jetzt gut. Ich gehe also zurück nach Deid. Ich überlasse dir den Rest, Godwin. Alma, wozu die hast? Du scheinst es eilig zu haben. Ist es wegen des Regens? Ja, das ist ein Grund. Es sind schon einige Leute krank. Vielleicht muss ich heute die ganze Nacht arbeiten. Sie ist weg. Ich habe mich nicht einmal bedankt. Nun, wir sollten uns jedenfalls jetzt ausruhen. Seid ihr einverstanden? Ah, schön. Also, es tut mir leid, Godwin. Ich habe voreilige Schlüsse gezogen. Danke, dass du so geholfen hast. Ah, wenn Justin etwas falsch versteht, dann aber gründlich. Hey, nicht nur ich. Als Fena den Kessel gesehen hat, ist sie umgekippt. So hat sie die Augen verdreht. Hey, komm schon, das stimmt nicht. Sei nicht töricht, Justin. Wahahaha, okay, kein Problem. Jeder macht Fehler, stimmt's? Nachdem ich ohnmächtig geworden war, hat Godwin mich hierher zu sich nach Hause getragen. Als ich sie aufheben wollte, wollte dieses runde Ding hier mich wegdrehen. Puffy hat nur versucht, mich zu beschützen. Stimmt's, Puffy? Puff, puff. Na, also. Selbst wenn, wir wissen nun, dass die Mauer nicht wirklich das Ende der Welt ist, aber sie ist schon beeindruckend. Ich war vielleicht überrascht, dass Leute hier auf der anderen Seite des Endes der Welt leben. Na, ich war auch ziemlich überrascht. Ich habe nie gedacht, dass Leute von jenseits der Mauer kommen würden. Nun, es scheint, als hättest du alles, was du für meine Arbeit nötig ist. Was meinst du? Willst du versuchen, die Wege eines Mannes zu lernen? Einen Moment, wieso fragst du Justin das? Übrigens, Godwin, wieso lebst du allein an diesem Ort, wo nur Drachen zu leben scheinen? Zur Übung natürlich. Erwachsene Drachen können schwierig sein. Es hat im Kampf mit ihnen schon Tote gegeben. Ich gehe den Weg des Kriegers. Obwohl es für Krieger oft um Leben oder Tod geht, glaube ich an diesen Weg. Hier ist das Gleiche. So. Also, Justin, stimmt es, dass ihr drei die große Mauer überquert habt? Das Ende der Welt? Klar stimmt das. Wir erleben ein Abenteuer. Wir suchen die Ruinen der Angelo-Zivilisation. Kaum zu glauben, aber wir sind Kameraden, die sie studiert haben. Deine Augen sagen, es stimmt. Ich helfe, wie immer ich kann. Wollt ihr noch etwas fragen? Erzähl mir mehr über diesen Ort. Das ist das Tal des Flugdrachen. Es ist ganz nah am Ende der Welt und es hat die steilsten Berge der Welt. Es ist ein guter Ort, dein Schwert und deine Fähigkeiten als Krieger zu schärfen. Das stimmt, von dieser Seite der Mauer aus muss diese Gegend wie das Ende der Welt aussehen. Ist also dasselbe wie der Nebelwald für die Leute auf unserer Seite. Du kannst dir denken, wie das war, ein bewusstloses junges Mädchen zu finden. Hat mich mächtig überrascht. Godwin, du warst uns eine große Hilfe, besonders für Sue. Wir müssen uns irgendwie revanchieren. Wir möchten dir helfen, wenn du jemals unsere Hilfe brauchst. Okay, Justin, kann ich das als Versprechen von Mann zu Mann betrachten? Ja, ein Versprechen von Mann zu Mann. So muss es sein. Weniger werde ich nicht akzeptieren. Gut, da wir uns nur ein Versprechen von Mann zu Mann gegeben haben, bist du mein Freund. Freund?
Ich bringe dich morgen nach Deid. Heute solltest du dich ausruhen. Ey, ich wollte noch was fragen. Egal. Wir gehen mit Gedwin an einen Ort namens Deid. Das klingt toll. Bist du sicher, dass das okay ist? Wenn du so schnell etwas versprichst, kriege ich böse Vorahnung. Nun, Zeit zu schlafen. Morgen zeige ich dir Deid Village. Deid, wie? Wie das Dorf wohl ist? Macht das nicht Spaß, Fenasu? Klar macht das Spaß. Besonders für Justin. Jawohl, wir sind zu viert. Und Gedwin ist Level 30. Ja, geil. Und er hat Zauber. Gedwin hat Zauber. Cool. Ja, muss er ja wegen Drachenspalter, Ausbruchshieb. So, und da er jetzt in unserem Team ist, kann er auch was bekommen. Er ist momentan der Stärkste. Ja, er hat Angriff 119. Okay, erstmal speichern. Speichern gehen. Ihr müsstet speichern gehen. Jetzt ist das erste Mal, dass wir zu 14. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut und erkunden mit Gedwin in der nächsten Folge das Tal weiter. Bis dann hoffentlich nach Deid Village, also bis wir dann da ankommen. Also dann, bis dahin. Ach, ich hab's noch mit dem Ende. Also dann, bis zum nächsten Mal beim Let's Play Grandia. Haut rein. Autsch.